Ich meine, ich fahre ja nicht mehr heute. Läuft, läuft. Pumpel die Pumpel. Oh, der wackelt schon wieder. So, Jungs, könnt mich sehen, ja? Okay, also der Plan. Heute Abend wird das Ding geholt. Um 7 Uhr auf den Anhänger. Und dann geht's Richtung Bremen. Und in Bremen. Ist hier die Abschlussparty? Hallo, hallo. Ich sitze gerade im Zug. Und eigentlich eine nette Geschichte. Da ist zwischen Österreich und München. Wo genau? Und da gehe ich in die Dusche. Kostet dann 2 Euro bei die Tracker. Und dann fahren wir weiter Richtung Hengelo. Und da irgendwo dann nach Hengelo lässt er mich ab. Und dann stehe ich auf der Landstraße in Holland. Soweit der Plan. Ich fahre ja nicht mehr heute, weil ich bin schon ein bisschen getrunken. Und dann wird der Schlüssel wird abgehängt. Nee, wartet mal. Ja. So ist das. Nennt sich Responsibility in Driving. Warte, ich mag ein Bier vorstellen. Habe ich gefunden in Hamburg. Weißenohr Klosterbrauerei. Kloster Sud. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wo das Weißenohr ist. Und das ist der normale Kloster Sud. Der hat 5,4. Aber das andere Dings, das Bonator. Das hat 8,2. Und ich meine, ey, die Hamburger, ich dachte mal, ja, keine Ahnung von Bier, die saufen alle nur so Flens und Zeug und was. Ey, da kriegst du besseres Bier wie in Stuttgart. Okay, ich stehe auf bayerisches Bier und die exportieren ja wirklich in ganz Deutschland auch. Okay, die geht immer wieder zurück. Aber dass die Hamburger mehr Plan von Bier haben, als wie die Würstlesberger, das macht mich schon mal irgendwie stutzig, ja. Super schöner sonniger Tag heute. Allerdings, ich muss halt abdecken. Naja, obwohl da ziehen die Wolken schon wieder rings auf, aber so lang war es hier in Hamburg gerade echt noch nie schön. Der ganze Tag nur Sonne. Hat eigentlich jetzt immer geregnet, aber jetzt hat es meine Sonne hier. Ja, mir stinkt meine Hose zu arg. Ich habe jetzt die Jogginghose an, nee, weil die habe ich jetzt schon gewollt getragen und muss jetzt. Da kann ich mich selber genau hinziehen. Genau. Also bis später. Aber wie gesagt, ich bin ja deswegen in der Welt rum, damit ihr ein bisschen lernt, wo es anderswo abgeht, ne? Und jetzt sind wir in der Front in der Volksstation McDonald's. Volksstation. Erfolgsstation. Ah, wie Volk, ne? Volk, ja. Volksstation. Ich bin immer mit dem TM-Abbruch. Was haben wir für Datum heute? 2.7. oder? Werden und ersetzt werden. Ja, die Fangzäune sind anscheinend nicht so schön. Leben ist hart. Wichtig ist aber, dass die ganzen Splitter von der Strecke kommen, die Carbon-Teilchen, die also ja in meiner Minimalstruktur jetzt auf der Strecke rumliegen, dass die wegkommen. Sonst haben wir Reifenschäden nachher, falls es einen Riesstart geben sollte, ohne Ende.
Ja. Man sieht auch das Handsystem, das gehört einfach mit zum Sicherheitsstandard. Das hält ein Neck-Support-System, das also gerade beim Frontalaufprall auch die Hals-Nackenmuskulatur einfach gehalten wird. Das sind einfach Standards, die in der DTM schon vor 10 Jahren eingeführt worden sind. Und das macht das ganze Konzept im Gesamtcontent einfach so sicher. Das Auto, das Monocoque, auch die Sitzkiste als solches, wo der Fahrer drin sitzt. Das steht. Wiederholung gefunden. Das ist ganz eng oder ganz schwierig zu sehen. Da oben die beiden. Da ist eine kleine. Und das ist gerade passiert. Die reicht dann aus, um Gary Paffett da ins Trudeln zu schicken. Wow. Und den auch noch mit raus. In Rockefeller das Auto ab. Tja, wenn es nicht mehr weitergeht, dann ist er der Sieger. Ich würde sagen, aber dann schauen Sie. Holländisch spricht nicht so. Und da steht jetzt hier Gemeente, also Gemeinde Zuften-Warnsfeld. Zutphen, so wird es geschrieben. Und Warnsfeld mit W und V. Warnsfeld. Genau. Und dann sind wir da vorne. Und das ist so eine kleine Gemeinde, die ist eigentlich nicht weit weg von der deutschen Grenze. Scheinbar eine Fliegerbombe gefunden worden. Und davor hat er ab München dann jetzt schon 40 Minuten Verspätung. Naja, ich habe es nicht so eilig mit dem Anschlusszug, weil ich bin in Stuttgart erstmal wieder raus. Ja, das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal noch irgendwie in mein Tagebuch mit reinbringen. Dann, jetzt habe ich die Kohle, dass ich mein Hümer da, mein Mobi, ins Ausland werde ich den erstmal bringen. Und zwar, das Problem haben wir schon angesprochen, der hat keinen TÜV. Und weiß nicht, wie viel man da noch machen muss, ob der überhaupt TÜV kriegt und so weiter. Naja, und da stimmt ja noch einiges nicht, außer dass der eben läuft, aber die komplette Elektrik und so, das passt ihm mal gar nicht. Und dann würde ich sagen, jetzt tue ich jetzt den rüberschleppen auf dem kürzesten Weg auf Luxemburg oder Frankreich. Und von da aus ticke ich dann erstmal runter auf Nîmes.